Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Kiebel.de und zwar mit dem Kiebel Gamer PC Earthquake Ryzen 7 BW23 für 949 Euro, runtergesetzt von 1699 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Bevor wir jetzt zu dem Bild kommen, dass der Preis natürlich Quatsch ist, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Also der alte Preis, 1699 Euro. Wann soll das gewesen sein? Vor 3 Jahren oder so? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, der kann einfach nicht stimmen. Das sind schon Hightech-Angebote. Ich gehe durchaus mit, wenn jemand sagt, yo, der ist 100 Euro, vielleicht 200 oder 300 Euro günstiger als vorher. Aber es ist einfach ein Preissprung von 750 Euro. Ist einfach viel zu viel. Das System wurde mir auch vorgeschlagen bei uns im Videovorschläge-Kanal von der Gru und das schauen wir uns jetzt mal an. Jetzt kommen wir auch zu dem Bild. Das Bild ist nicht sonderlich fake. Das Mainboard könnte durchaus stimmen, es sieht zumindest so aus. Der Kühler stimmt, die Grafikkarte, ja, die ist variabel, das ist nicht festgeschrieben. Das Gehäuse stimmt auch. Allerdings ist es bei dem Gehäuse so, wenn man das sucht, ist das ohne RGB-Lüfter. Deswegen habe ich hier noch RGB-Lüfter mit reingepackt. Hier in der Beschreibung steht nämlich auch ganz klar ARGB und dass eben 4 eingebaute Lüfter drin sind, a 12 cm und alle mit ARGB ausgestattet. Kommen wir aber erstmal zu dem Case an sich. Ja, das ist jetzt nichts Besonderes. Es hat eine Mesh-Front, es ist für so günstige Systeme durchaus geeignet. Zum Beispiel Enderfire hat auch ähnliche Gehäuse, die so aussehen. Da ist halt eine Glasscheibe drin, hat vorne ein kleines Gitter, das passt soweit schon. Wenn man das Gehäuse einfach so nimmt, hat das dreimal 120 mm in der Front und einmal 120 mm hinten. Das heißt, der Airflow ist auch gegeben, allerdings ohne ARGB-Beleuchtung, wie eben schon angesprochen. Deswegen habe ich einfach mal, weil sie optisch durchaus passen, die Shakun Sharkblades RGB PWM genommen, 120 mm, die kosten halt pro Stück 9,85 €, habe ich 4 Stück von reingepackt. Wenn man sich diesen Lüfter hier nämlich so anschaut, ist das einfach nur einer mit einem RGB-Ring und diesen kleinen Flügelchen außen. Und das hier ist halt auch ein RGB-Ring mit Flügelchen außen. Von daher gehe ich davon aus, dass sie einfach diese Lüfter da einbauen werden. Was sie dann mit den alten Lüftern machen, weiß ich nicht. Aber wie eben schon gesagt, in dem Preisbereich ist das Gehäuse völlig okay. Das Gehäuse ist leider bei Geist halt so jetzt nicht gelistet. Der letzte Preispunkt war halt Ende Oktober, das waren 62 Euro. Rechnet das gerne hinterher noch oben drauf. Der Prozessor ist ein AMD Ryzen 7 5700X. Der hat 8 Kerne, 16 Threads, 65 Watt TDP und unterstützt offiziell DDR4 3200 MTS. Auch hier, wie immer, 3600 oder 4000 MTS. Frisst das Ding normalerweise auch. Diese Angabe von 65 Watt, ja, wenn man ihn in seinen Grenzen betreibt, ist das so. Ich habe ihn, glaube ich, mal irgendwie auf 88 Watt oder 89 Watt geprügelt, weil ich den schon mal hier hatte. Aber realistisch im Gaming wird das schon hinkommen. Der ist zum Stream geeignet, zum Zocken geeignet, ist etwas schwächer als der 5800X und den habe ich selber früher zum Videoschneiden und so benutzt. Von daher ist das völlig in Ordnung. Was man hier natürlich noch sagen muss, das ist ein älterer Prozessor, AM4-Sockel. Das heißt, die 7000er Generation wird auf dem Mainboard, was gleich kommt, definitiv auch nicht laufen. Einen Preisbereich von 949 Euro darf man auch gerne auf ältere Spezifikationen gehen. Von daher habe ich hier erstmal nichts zu meckern. Und der kostet 171,12 Euro bei Mindfactory. Der Prozessorkühler ist ein Arctic Freezer 7X. Grundsätzlich muss man erstmal sagen, dass Arctic leider keine TDP-Angaben macht. Aber der 5700X ist jetzt nicht so ein krasser Hitzkopf, vor allen Dingen nicht in Gaming. Solltet ihr aber permanent irgendwas rendern oder irgendwie ständig Cinebench am Laufen haben, wird der Kühler das vielleicht nicht mehr schaffen. Aber für das System ist es erstmal noch ausreichend. Wir haben auch gleich noch eine Alternative, da zeige ich euch mal, wie so ein richtiger Kühler aussieht. Also was heißt richtiger Kühler? Ein angemessener. Und der kostet 15,11 Euro bei csvdirekt.de. Der Arbeitsspeicher sind 32 GB DDR4 3200 MHz. Ja gut, hier kann jetzt alles reinwandern. Kann Corsair Vengeance sein, Team, Kingston Fury, Crucial Ballistics, whatever. Ihr wisst nicht genau, was ihr bekommt. Die haben aber sowieso alle keine RGB-Beleuchtung, von daher ist es erstmal wurscht. Wir haben jetzt in dem Fall den Kingston Fury genommen. 32 GB in der Preisklasse ist wirklich gut. 3200 MTS, ja, ist die Spezifikation vom Prozessor 3600er. Wie immer, hätte mir besser gefallen. Aber da kann ich erstmal nicht meckern, das ist schon in Ordnung. Natürlich ist das auch noch DDR4. Der 5700X frisst auch kein DDR5. Es gibt auch keine Boards dafür. Das passiert alles erst ab AM5. Aber in dem Preisbereich überhaupt kein Problem. Kann man ruhig noch DDR4 nehmen. Und der kostet 63,90 Euro bei alza.de. Die Grafikkarte ist ein Nvidia GeForce RTX 4060 8 GB. Da hier kein spezifischer Hersteller angegeben ist, nehmen wir wie immer das günstigste Modell. Das kann ja auch reinwandern. Ist in dem Fall die KFA2 GeForce RTX 4060. Die 4060 ist für Full HD Gaming erstmal ausreichend. Kommt auch immer ganz darauf an, was erwartet ihr. Für E-Sports-Titel reicht es
solches ganz dicke AAA-Titel, gerade Hogwarts Legacy oder Cyberpunk, dann müsst ihr mit den Einstellungen spielen, damit ihr im Full HD eben gute, flüssige Framerates bekommt. In der Videobeschreibung findet ihr dazu auch einen FPS-Test, da könnt ihr ja schauen, ob euch das ausreicht. Und die kostet 319 Euro bei notebooksbilliger.de. Das Mainboard ist ein MSI A520M Pro. Also ich für meinen Teil dachte immer, dass das DS3H von Gigabyte das schlimmste Board ist. Nein, das MSI A520M ist noch schlimmer. Also erstmal haben wir keine gekühlten Spannungswandler. Bei dem 5700X im Gaming-Betrieb, ja, geht irgendwo noch, aber wenn ihr da irgendwie Dauerlast drauf gebt, beziehungsweise vielleicht später upgraden wollt, ein 5800X 3D, dann könnt ihr das hiermit vergessen. Die pfeifen sich nämlich 144 Watt rein. Das wird auf Dauer nicht gut gehen mit dem Board, gerade weil die Spannungsversorgung auch ziemlich, naja, marginal ist. Dazu haben wir zwei RAM-Bänke. Gut, kann jeder für sich entscheiden. Ich persönlich nutze auch nur zwei Regel, von daher ist das schon mal okay. Dann kommt hier noch eine SSD rein, hier habt ihr zwei Erweiterungsslots für irgendwie eine Capture-Karte oder ähnliches und eben hier für die Grafikkarte den Slot. Wenn ihr Glück habt, könnt ihr den unteren noch benutzen, wenn der Kühler der Grafikkarte das nicht überdeckt. Den oberen könnt ihr nutzen, vielleicht für eine WLAN-Karte oder wie gesagt Capture-Karte. Aber ja, das war's dann auch. Da ist nichts mit einer zweiten SSD oder so. Ihr packt da eine rein und dann ist Schluss. Und was die Anschlussvielfalt betrifft, haben wir Mikrofon, Kopfhörer, Line-In-Netzwerkanschluss, 4x USB 3.0, 2x USB 2.0, PS2-Anschluss und Onboard-Grafik. VGA ist sogar auch noch mit dabei. Machen wir es kurz und schmerzlos, es ist ein Office-Board. Das kommt in Office-Geräte rein. Das kostet halt auch nur 60 Euro. Es ist halt so ein richtiges, räudiges Drecksboard. Es hat so gut angefangen. Wir haben 5700X, 32 GB RAM und so weiter und so fort. Ein Mesh-Gehäuse, alles super. Und dann kacken sie beim Board wieder komplett rein. Ich verstehe nicht, wer sowas entscheidet. Ich weiß nicht, wie die Einkaufspreise von den Dingern sind. Aber sowas verbaut man in einem Gaming-System nicht. Es ist ja ein Gaming-PC. Also, wenn ihr selber einen PC bauen solltet und es soll ein Gaming-PC sein, lasst bitte die Finger davon. Und das kostet 60,85 Euro bei Mindfactory. Und wenn wir gerade schon dabei sind zu meckern, haben wir hier direkt den nächsten Punkt. Hier ist eine 1000 GB M.2 SSD drin, was schon mal nicht schlecht ist. 1 TB bei ungefähr 1000 Euro, was der PC kosten soll, ist in Ordnung. Allerdings hat das Ding 1800 MB die Sekunde Lesegeschwindigkeit und 1500 MB die Sekunde Schreibgeschwindigkeit. Gut, Minimum. Und jetzt versucht mal, eine SSD bei Geizhals zu finden, die so langsam ist. Wir haben jetzt einfach mal als Preisvergleich die von Kioxia genommen, die Xeria G2, die hat Lesen 2100 MB die Sekunde und Schreiben 1700 MB die Sekunde. Und das ist schon nett gemeint. Wir erfüllen aber damit quasi die Angaben, was die eben angegeben haben. Und ich sage ja auch immer, für einen Gamer ist das jetzt nicht so relevant. Ja, stimmt auch, aber in dem Preisbereich gibt es durchaus bessere SSDs. Und die kostet 39,89 Euro bei Mindfactory. Das Netzteil ist ein 650 Watt ATX-Netzteil, 80+, 85% Wirkungsgrad und zwar aus der High-Power-Serie von Intertech. Dieses Netzteil ist so schlecht, dass es noch nicht mal mehr bei Cultist Network in der PSU Tierlist erscheint. Das hat 2 Jahre Herstellergarantie, laut Hersteller 85%, es hat nicht mal mehr Bronze-Zertifizierung, nix an Zertifizierung und festes Kabelmanagement. Ich meine, ja, 650 Watt reichen für das System aus, bis euch das dann um die Ohren fliegt, dauert es halt ein bisschen länger, aber 2 Jahre Herstellergarantie ist halt auch nichts. Und die fehlende Zertifizierung macht es da eben auch nicht besser. Und das kostet auch stolze 35,49 Euro bei Mindfactory. Da wisst ihr, wo wir gelandet sind. Was das Betriebssystem angeht, bekommt ihr halt einfach Windows 11 inklusive aller Treiber. Und vielleicht noch ein bisschen Bloatware hinterher. Aber das weiß ich nicht, das ist jetzt so aus meinem Kopf entstanden, das soll jetzt auch kein Vorwurf sein. Sie installieren euch halt das Betriebssystem und eben alle Treiber. Okay, das ist doch nicht aus meinem Kopf entstanden. Ihr bekommt noch ein Antivirus dazu, einen DVD-Player und Brennsoftware. Ist natürlich geil bei so einem System, wo nicht mal mehr ein Laufwerk drin ist. Und dann wären wir auch beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, die Lüfter, den CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil. Und da landen wir bei einem Gesamtpreis von 744,76 Euro. Jetzt könnt ihr noch bummelig 60 Euro draufrechnen für das Gehäuse. Landen wir bei ca. 800 Euro. Und das System kostet 949 Euro, runtergesetzt von knapp 1,7. Preislich gesehen ist es gar nicht so schlecht, muss man wirklich sagen. 150 Euro Aufpreis kann man machen. Was die Konfiguration angeht, ist das Gehäuse kein Thema, der Prozessor kein Thema, der Prozessor-Kühler, ja, kann man drüber reden, von mir aus. Grafikkarte ist auch kein Thema. Was hier Thema ist, ist das Mainboard und das Netzteil. Und die SSD, die habe ich gerade auch noch vergessen. Lasst die Finger von diesem System. Keine Kaufempfehlung, auf gar keinen Fall. Ich meine, ihr könnt euch das natürlich umkonfigurieren, dann wird es aber wahrscheinlich wieder teurer, deswegen lasst es einfach. Letztes Mal haben wir euch eine Alternative gezeigt von Dubaro, heute ist mal wieder MyPC dran. Und zwar ist das der Gaming-PC RTX 4060 Ryzen 7 5700X für 949,99 Euro, also gleicher Preis. Wir bekommen auch eine 4060, ebenfalls nicht niedergeschrieben, welche es genau wird, deswegen habe ich einfach die gleiche in den Warenkorb reingepackt. Auch den Ryzen 5700X. Als CPU-Kühler haben wir den Arctic Freezer A35. Vergleichen wir die beiden Kühler mal.
von Keebel und von MyPC sehen die optisch erstmal gleich aus, sind sie aber technisch nicht. Das seht ihr schon alleine am Gewicht, 425 Gramm bei Keebel, 734 Gramm bei MyPC, also viel mehr Material drin, was auch dann dementsprechend die Wärme abführen kann. Der Lüfter ist auch größer, der auf diesem Kühler montiert ist, bedeutet weniger Geräuschemission. Und der Kühler von Keebel hat 2 Heatpipes und der von MyPC hat eben 4. Das sind beides Arktik-Kühler, ich sage es jetzt nur, damit ihr es auseinanderhalten könnt. Der hat einfach doppelt so viele Heatpipes. Der wird jetzt nicht das Doppelte an Wärme abtragen, aber ist auf jeden Fall ein besserer Kühler als der von Keebel. Beim Arbeitsspeicher haben wir auch 32 GB, allerdings mit 3600 MTS G-Skill Ripjaws 5 CL18. Ist geringfügig besser, aber das, was ich eben auch angesprochen habe, 3200 gegenüber 3600. Das Mainboard ist ein MSI B550A Pro. Da ist der Chipsatz erstmal besser und es ist ein Full ATX Board. Da habt ihr mehr Erweiterungsmöglichkeiten und mehr Anschlussmöglichkeiten. Das bringt sogar schon USB-C mit, was der andere PC eben nicht macht. Wir bekommen hier eine 1 TB Lexa NM620, die schon mal doppelt so schnell ist wie die SSD, die wir bei dem Keebel-System hatten. Das Gehäuse ist ein End of High Ventum 200R mit Glasfenster, ist nichts Besonderes, ist ein Mesh-Gehäuse, auch nicht irgendwie mit sonderlicher Ausstattung, aber es reicht für so einen PC aus. Das Netzteil ist ein Seasonic G12 GC 550 Watt 80 plus Gold. Ja, das hat 100 Watt weniger Leistung, reicht für das System aber auch noch dicke aus, hat 5 Jahre Herstellergarantie, ist 80 plus Gold zertifiziert, hat eben auch festes Kabelmanagement. Aber hier haben wir immerhin eine Zertifizierung und deutlich länger Garantie. Das Netzteil würde ich jetzt natürlich nicht jemandem empfehlen, der sich irgendwie eine 1.500 € oder 2.000 € Config macht, aber in einem 1.000 € PC passt das schon ganz gut. Es ist für jeden halt was dabei bei Seasonic. Die Gehäuselüfter sind 4x120mm von End of High, die sind allerdings nicht beleuchtet. Wer darauf steht, müsste sich das dann halt überlegen, ob er sie selber umbaut oder irgendwie da auch reinschreibt. Kann man ja beim IPC, dass man dann schreibt, yo, ich würde gerne RGB-Lüfter kriegen, dann kriegt er die gegen den Aufpreis. Auch hier haben wir nur eine Windows 11 Pro Testversion, allerdings nicht irgendwie mit Virenscanner oder so dabei, sondern einfach nur Windows 11 installiert, die Treiber und dann seid ihr fertig damit. Hier haben wir 2 Jahre MyPC-Garantie inklusive Pickup und Return. Der andere PC hatte auch 2 Jahre Herstellergarantie, allerdings nur 6 Monate Pickup und Return. Ja, und hier haben wir halt wieder irgendwelche geschätzten FPS-Werte. Gebt da bitte nichts drauf. Das finde ich selber nicht gut. Und dann hätten wir auch hier die Liste. Hier ist die SSD, der Prozessor, der RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, der CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 851,57 €. Und das Ding kostet 949,99 €. Also bummelig 100 € Aufpreis fürs Zusammenbauen. Und natürlich die 2 Jahre Garantie, Pickup und Return und so weiter. Alles, was da reingehört, ne? Ich finde es wirklich schade, dass das Keebel hier schon wieder verhauen hat. Ich habe schon so oft Videos über Keebel gemacht und nie sind so gut weggekommen. Die haben auch irgendwie gefühlt keine guten Systeme. Ich will denen das jetzt nicht komplett absprechen. Es kann sein, dass sich irgendwo auf der Website 1, 2 Systeme irgendwie verbirgen, die wirklich gut sind. Aber das System ist es halt nicht. Das wurde mir auch vorgeschlagen in den Videovorschlägen. Ich verlinke euch das System natürlich trotzdem in der Videobeschreibung, genauso wie die Geizhalsliste dazu und auch den MyPC-PC mit der Geizhalsliste. Könnt ihr alles selber vergleichen, schaut es euch an und dann werdet ihr selber feststellen, welches System nun besser ist. Gut, das wäre es dann wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.